Es wird ja gleich noch zweispurig. Und du, Kollege, du bringst uns ja sowieso nichts. Die löschen wir jetzt einfach schon mal. So, der war ja jetzt auf Buffalo Pittsburgh. Aber die waren wieder auf sich gegenseitig. Der Buffalo, der soll. Ohnehin nicht mehr nach Buffalo, der soll ja jetzt wieder zum Ausgangspunkt nach Pittsburgh. Ein paar Signale. Auf Pits, ich meine, der kann noch hier. Ich verstehe es nicht. Davon fühlt der hier auch gar nicht mehr wirklich fahren. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. So, und in Buffalo. Dann muss aber nicht geupdatet. So, der von Buffalo 2 auf Pittsburgh 1.
Der. Pittsburgh Gleis 1. Kann man irgendwie noch so eine Zwischenstation reinbauen? Ja. Aber so Wegpunkt 1. Dann nach Buffalo auf Gleis 2. Und dann zurück auf diesem und auch dort. Oh. Gut zu wissen, dass es genauso ähnlich geht wie in. Oh Gott, war das anstrengend. Ein Transportfieber. Können wir langsam bei New York anbinden, ne? Also, was ist eine Dampfmaschine? Stellen wir uns vor, eine Dampfmaschine ist zunächst einmal ein großer, runder, schwarzer Raum. Irgendwie triggert mich der alte Mann ja doch schon. So, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir sollten auf alle Fälle sowas wie 300.000 haben. Und mittlerweile weiß ich jetzt. Ich habe es doch nicht nötig, bei dir zu spionieren. Aber ich habe doch nicht nötig, zu spionieren. Ich stehle einfach. Wachmann einstellen, garantiert. Keine schlechte Idee. Oh, Doc Murphy, du Sau. Weißt du was, dann nimm du das doch. War's ist echt nicht wert, aber egal. Was ist los? Zufällige Panne. Ist in Ordnung. Okay. Ich lerne. Aus Fehlern kann man lernen und das geht gut voran. Die Frage stellt sich noch. Okay, wir haben noch 2% von ihm. Wir holen uns dann noch mehr Prozente. Steht schon mal fest. Mir gehören 2% von ihm schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich finde das cool.
Ich informiere dich darüber, dass ich meinen Bahnhof in deiner Nähe gebaut habe. Oh, das ist aber toll. Ist ja nicht so, dass du schon die ganze Zeit machst. Bist du stolz auf dich? Willst du jetzt Applaus von mir? Ich glaube, ich wollte das... Ich kann ja zumindest schon mal die weitere Strecke so ein bisschen planen. Mit möglichst wenig Steigung. So, jetzt sind wir schon fast bei New York. Dann hier rüber. Und dann am besten noch verbinden. Das heißt, der ganze Spaß kostet uns 235.000. Also würde ich sagen, sagen wir mal 400.000 sollten wir haben. Machen wir vielleicht noch ein paar bei ein paar mehr Aktionen mit. Wenn das so weiterläuft. Oh nein. Okay, der hat schon mal in Baltimore was gebaut, aber wir werden Baltimore garantiert auch noch verbinden. Können wir doch nichts gegen. Da können wir doch nichts. Aber hat der schon was mit dieser Brücke? Drüber? Hat schon was. Ding. Oh, ich will auch dahin. Wir könnten hier eine Sehenswürdigkeit hinbauen, ne? Das wäre natürlich möglich. Das machen wir dann, wenn wir das mit New York verbunden haben. Dann werden wir uns da mal eine Uni kaufen. Das muss halt 100.000 noch ein Petto haben. Oh, Landvermesse! Landvermesse! Was macht denn der Landvermesser? Och! Spezialisiert im Tunnelbau. Einstellungskosten und Umbaubare 50 Dollar. Da wir sowieso eigentlich nichts dergleichen machen. Hinterlistig, ich weiß nicht, ob ich einen Hinterlistigen haben will. Sachmann könnten wir vielleicht noch mal irgendwo einsetzen. Und vielleicht später. Moment, wir brauchen 253.000. Wir haben jetzt 100.000 mehr im Plus. Ich würde sagen, wir kaufen den ganzen Spaß. Machen eine neue Zuglinie. Von New York nach Buffalo. In New York soll Bier geladen werden. Und in Buffalo ist mir das ehrlich gesagt noch egal. Kommt natürlich drauf an. Nein. So. Was die für einen Bedarf haben. Die haben einen Bedarf an Fleisch. Dann würde ich sagen, holen wir dann von dort aus Fleisch mit, was sehr gut transportiert wird.
vielleicht auch Leder. Und wählen dann eine Schnell-E-Lokomotive aus. Und einen Wachmann. Der noch keine Aufgabe hat. Und es geht natürlich hier los und mal schauen, wie viel Anschluss das bringt. Und ich würde sagen, wir fahren da einfach nochmal mit von New York nach. Wir fahren noch nicht mit, wir lesen erst nochmal die neue Zeitung. Bla bla bla, Dr. Murphy, Züge ohne Schienen, Bodensöcher liegen nach, Gulliver aus Gulli befreit, nichts Neues, bald fahren wir von New York aus nach Buffalo. Schön hier so am Fluss entlang. Ein bisschen durchs Terrain. Eieiei, okay, das sieht aber nicht so schön aus. Okay, da haben wir offenbar Holz. Ach, ist doch schön. Mal gucken, was für eine Höchstgeschwindigkeit wir erreichen. Und mal gucken, wie viel wir an Geld kriegen. Vielleicht erstmal bergauf, also die Geschwindigkeit werden wir vielleicht erst im Runterfahren bekommen. Oder auf Rücktour wahrscheinlich. Bin mal gespannt, ob wir einen neuen Rekord aufstellen. Ich glaube, der aktuelle Rekord liegt bei 28 Miles per Hour. Und wir kriegen hier doch gerade ordentlich den Berg hinauf. Viel Bier haben wir dabei. So, den Berg haben wir schon mal erklommen. Da kommen wir schon der nächste. Wer spart, gewinnt. Boah. Kann man nicht mal in Ruhe eine schöne mitfahren und Zug? Nee, wer spart, gewinnt. Offenbar ging es bei den ganzen anderen Strecken, wo wir den Rekord aufgestellt haben. Schneller, schalter den Berg runter. Und da hinten sehe ich schon wieder einen Berg, den wir erklimmen werden. Müssen. Das ist eine ordentliche Strecke, ne? Das ist eine ordentliche Strecke nach Buffalo. Da brauchen wir echt schon einen Expresszug, dass wir da wirklich irgendwie das gescheite noch gescheit dran verdienen können. Wir haben es auch schon fast geschafft. Noch eine Linkskurve und wir sind dort. Ist aber auch schön mit diesem vielen Wald. Das gefällt mir.
Wir sind da. Oh, ich will wissen, wie viel wir jetzt einnehmen. Puh, 19.000. Jawoll. So soll es sein. Allerdings dieser Zug, der kommt da echt nächstes Mal weg, ne? Also dieser.